Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Jawohl, es ist wieder soweit. Wir versuchen heute jetzt wirklich mal voranzukommen. Und erster Schritt, um voranzukommen, ist erstmal Dankeschön der Straßensperre. Geht ja mal gut los hier. Aber erster Schritt ist erstmal die Zeit voranlassen zu gehen. Sonst sind wir noch ewig hier beschäftigt. Und ich würde gucken, Flugzeuge haben wir noch nicht. Warum fährst du leer? Ach, du fährst auch hier Umleitung. Also ich muss schon sagen, das ist echt kein guter Start hier. Maximaldarlehen 250. Könnte ich hier am Festland nochmal anfangen. Zum Beispiel die Schweiz. Schweiz, Österreich war jetzt Sau 220. Ah, stimmt, gibt ja Genf. Okay, wir fangen nicht in der Schweiz an, wir fangen hier an. Bring mal ein bisschen Geld rein. Oder hier. Tschechien. Da ist halt die KI schon beschäftigt. Portugal. Ich würde halt gerne eher zentral anfangen und da ist halt Deutschland der Riesenblob, aber das ist halt ein bisschen ambitioniert am Anfang. Wollen wir jetzt ins Kaufen? Jawohl. Und ich möchte auch direkt einen Bus hier drauf haben. Das war ein gutes Timing. Genau, die haben ja hier ihr Ding. Das funktioniert zwar nichts, aber mein Gott. Solange sie kein Minus machen, wäre es mir ja auch noch egal. Dann muss ich halt gucken, dass ich hier irgendwie anders vorankomme. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, dass wieder Geld reinkommt. Wie viel geht jedes Mal drauf? 33, okay. Ja, Bus, bring Geld. Also Leute, ich habe gerade mal hier die Tutorials durchgelesen von der Tochtergesellschaft und ich muss sagen, ich verstehe nichts. Also es wundert mich immer noch, dass man da unfassbare 3 Fahrzeuge dass man einer Tochtergesellschaft unfassbare 3 Fahrzeuge geben kann. Was macht man mit 3 Fahrzeugen? Das ist das, was mich irgendwie immer noch verwirrt. Echt kein starker Start hier. Die haben kein Geld. Nee. Ich gebe diese Runde jetzt schon auf. Ich komm nicht übers Minus hinweg. Also Leute. Ich gebe diese Runde auf. Ich fange sie nochmal von vorne an und mal gucken, ob es jetzt vielleicht besser klappen wird. Hauptmenü. So Leute. Willkommen in einer neuen Runde. Die jetzt hoffentlich, ich hoffe es wirklich, irgendwie mal funktionieren wird. Denn wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann weiß ich echt nicht, was ich noch machen soll.
Deswegen fangen wir mal an. Einmal hier. Einmal hier. Jawohl. Das ist ganz in Ordnung bis jetzt. Das ist nicht ganz in Ordnung bis jetzt. Das geht absolut in Ordnung. Ach ja. Da können wir ja mit dem Preis noch rumspielen. Passagiere, was gibt's hier? Jetzt, oh, hier, guck mal. Hier ist ja echt viel. Da sehe ich doch gleich zwei Busse mindestens. Und so ein Ding. Dann kann ich die Preise dann noch weiter drücken. Eigentlich auch wieder zwei war. So. Hier können wir die Preise jetzt ordentlich nach oben drücken. Denke ich mal. Weil. Na, okay. Gehen wir auf 52. Guck mal, wir haben hier 100 Tode. Also, Mensch. Das ist ja... Geschwindigkeit ist gerade so. Könnte sein, dass 36 schon zu viel ist. Aber es passt. Du bist da etwas knapper. Bei dir gehe ich gerade erst rumspielen. Joa, das läuft. Wie läuft's hier? 38. 40, du... Du bist nicht gerade voll. Okay, dann gehen wir auf 36 runter. Ist auch kein Thema. So, jetzt hier die große Frage. Zum Beispiel sowas hier. Birmingham. Oder Liverpool. Liverpool. Was wollen die Leute? 1 bis 2,5. Hammer. 124 km/h haben wir nicht. So viel dazu. Wie sieht's hier aus? 50 km/h, jawohl. Die Geschwindigkeit haben wir. Den Komfort haben wir. Perfekt. Da könnte ich fast schon. Da könnte ich fast schon. Das mal mit so einem Bus riskieren. Mal gucken. Voll würde. Ja, dann kommt ein zweiten. So. Das ist doch jetzt mal ein Start, mit dem man was anfangen kann. So, Newcastle. Gucken wir mal hier. Newcastle Norwich. Wie sieht's aus? Nee. Da sind sie. Da wollen sie schneller sein. Newcastle Stewart. Ich meine, da gibt es ja nichts Schnelleres mit der Bahn. Also müssen ja fast. Aber nee. Nee. Die wollen schnell von A nach B kommen. Wie sieht es mit euch hier aus? Jawohl. Die sehen zufriedener aus. Jawohl, das haben wir. Dann nehme ich zwar den etwas schnelleren Bus, aber das haben wir. Das kann ich den Leuten bieten. Mal gucken, wie es mit 52 klappt. Jawohl. 55. Ne, 54. Perfekt. So, Edinburgh. Ich glaube, da haben wir noch keine Route, oder? Nee.
Edinburgh, Newton, Edinburgh, Nefton. 40. Mal gucken, ob es mit so einem klappt. Jawohl. Das geht doch schon mal deutlich besser voran hier. Die scheinen auch genügsam zu sein. Den geben wir auch so einen Bus hier. Also einen solchen. Das ist schon vielleicht. Sehr gut, sehr gut. Na, ne, sehr gut, sehr gut. So, mal gucken. Überall kann man vielleicht die Preise noch ein bisschen drücken. Heben. Mhm. Hm. Okay, 52. Perfekt. Habe ich da schon? Habe ich. Jawohl. Birmingham, Liverpool. Vor allem Birmingham, Liverpool habe ich schon mal genommen, aber ich habe es vergessen, wie die Leute da waren. Oh, hier. Liverpool. Ja, genau. Da würde ich doch sagen, wir bauen mindestens mal ein Depot hier. Jawohl. Kaufen uns direkt auch einen Manager dazu. Jawohl, du kriegst erstmal alle Fahrzeuge und kümmerst dich drum. Perfekt. So, das Ding ist, ich habe bis jetzt noch überhaupt keine erste Klasse Passagiere angefasst, weil ich habe vor denen ein bisschen. England ist ja schon ein bisschen kompliziert so manchmal. Deswegen will ich das eigentlich jetzt gar nicht groß versuchen. Was wollt ihr? Ah, war schneller. Wie ist die Zufriedenheit? Ja. Viel Spielraum gibt's nicht. Aber, genau. So. Lüttich-Brüssel. Ja, da oben haben wir jetzt schon eine Flut. Perfekt. Guck mal hier, Plymouth und London. Da wollen die Leute super schnell sein. Und die vermutlich erst recht. Nee, das ist schon sehr stark untere Grenze. Da sehe ich mich jetzt nicht unbedingt. Aber ich würde sagen. Guck mal, was hat das Ding schon für ein Vermögen? Warum hat er schon 8 Millionen Vermögen? Hä? Santa Limited. Wo sitzen die überhaupt? Seid ihr einfach nur ein Trollding irgendwo? Lol, da kann man auch noch hin. Hab ich ja komplett übersehen. Oh. Diese Aktion ist derzeit gesperrt. Spiele weiter, um sie freizuschalten. Ah. Ein Wettbewerb mit dem. Ich sehe. Aber ich würde sagen, mit diesem deutlich besserem Start lasse ich das euch dann wieder hier für die Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, denkt ihr, dass es dieses Mal besser klappen wird? Ich bin jetzt deutlich besserer Dinge, muss ich sagen. Wir könnten nächste Folge schon mal anfangen, irgendwie noch ein bisschen Vermögen
was bei der Banknoten zum Beispiel Darlehen zu nehmen und hier Frankreich zu übernehmen. Da haben wir aktuell noch unsere Ruhe, wobei da zwar Lhasa ist, aber okay. Dass wir Frankreich übernehmen, dann noch Belgien, Luxemburg. Und dann gucken wir über die Schweiz in den Osten zu kommen. Das wäre jetzt zumindest mein Plan aktuell. Ob es klappen wird, das sehen wir ja dann nächstes Mal. Mal gucken, hier Brüssel. Ja, guck mal, Brüssel, Amsterdam haben wir zum Beispiel schon, oder was? Brüssel, Svesana. Lol. Wie viel hat sie jetzt gekostet? Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. 90 km/h. Könnte ich ja fast einen LKW rüberschicken, aber. Naja, da gibt es nur eine Schiene rüber. Also, ja, wie gesagt, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.